Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Pokémon Revolution Online. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen in dieser Pokémon-Welt. Heute ein Pokémon Online-Spiel. Ihr hört ihn schon im Hintergrund, den Sunny. Da ist Professor Eich. Wir nennen ihn einfach nur den Pokémon-Professor. Ja, der will uns aber erst noch ein paar Sachen über diese Welt sagen. Ich kann ja, hier meine Wohnung Smash Brothers spielen. Das ist sowieso der altbekannte Text, ne? Swallowed by Kirby. Rage Quit. Kann ich verstehen. Warum sollte ich mir eine Glatze geben? Hat der Kerl lange Haare irgendwo verfügbar? Ich glaube ja. Würdet ihr das als lang ansehen? Ich guck mal. Play Smash Bros. Das finde ich super. Swallowed by Kirby. ich brauche braune Haare. Kenn ich das ist noch rot, ne? Ich weiß nicht, ich sehe deinen Bildschirm nicht. Das ist auf jeden Fall meine Haarfarbe. Ja. Auf meinem Bildschirm habe ich ja immer den blauen Pulli an. Und die Augen, die erkenne ich nicht so ganz. Aber ich denke mal, das bin ich. Schön, dass man ihn diesmal direkt von Anfang an einstellen kann, ne? Ja. So, ich bin jetzt in der Anfangsebene. Ich weiß nicht, ob Sunny schon ein bisschen gespielt hat. Hier bin jedenfalls ich. Sunny, hast du denn schon ein bisschen gespielt, oder? Ja, ich habe mir eigentlich, basically habe ich mir eigentlich nur meinen Starter geholt und habe den auf Level 6 trainiert. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja, kannst du dann an der Stelle, wo du das gemacht hast, bitte warten. Weil ich bin gerade halt wirklich vom kompletten Anfang her. Wir sehen den Sunny erst gleich. Ja, ich war beim Haus des Profs. Kann ich sprinten? Da ist ein Pokémon. Es sagt nur Happy Happy. Wenn ich kann, Chat würde ich gerne. Gedanke. Chat weg. Den brauchen wir nicht. Oh, ja. Danke, danke, das ist gut. Ich prüfe immer zuerst, wie ich den Chat wegmache. Hm. Ich habe einen Hiker gefunden. Der hat einen Rehornion bei sich. Aber du kannst ja schon mal ein bisschen über das Spiel erzählen. Fühlt sich das wirklich wie Pokémon an oder eher wie so ein Handyspiel? Also ich finde, es fühlt sich wirklich wie Pokémon an. Du hast ja wirklich auch die normalen Kämpfe. Man kann sogar sehen, welches Wesen das Pokémon hat später. Das ist für mich unwichtig. Ja, für mich nicht. Da kommt der Competitive-Spieler in mir raus. Ist das Rocco? Ja, das ist Rocco. Kann man das Spiel auch auf Deutsch stellen? Das glaube ich nicht, nein. Ah, schade. Ich hoffe, ihr könnt alle gut Englisch. Ich habe nicht vor, es vorzulesen. Options. Hey, wie bist du denn so weit gekommen? Kannst du mir deinen Namen sagen? Shining! Im Übrigen, lustiger Funfact, ich konnte meinen Namen eingeben und Sunny konnte seinen nicht eingeben. Ja. Ja, ich will ein Pokémon-Trainer werden. Ich komme zu deinem Labor und will mein erstes Pokémon. Ja, ich komme. Er ist einfach verpufft. Nur mal kurz Aufnahme prüfen, ob alles richtig läuft. Ich will mal kurz das Spiel leiser stellen, weil der Sunny wahrscheinlich extrem leise ist. Bin ich? Ja, ich schalte ja das Desktop-Audio ein bisschen runter. Jetzt habe ich das mal auf normale Lautstärke. Ihr müsstet ihn jetzt besser hören. Ach so, okay. Ich hoffe, ihr habt ihn bisher hören können. Wenn nicht, nochmal, Sunny ist da. Hallo. Er hat schon ein bisschen über das Pokémon-Spiel erzählt, aber ihr habt es vielleicht nicht gehört. Wo ist denn Professor Eich? Ich bin in das Haus gegangen, aber das war nicht Professor Eichs Haus. Das Haus ist unten rechts. Du meinst in Pallet Town? Hier ist, glaube ich, ein Angler. Pokémon Revolution Online heißt das Spiel übrigens. Genau. Wäre doch eigentlich eine Idee, dass man kann ja auch irgendwie eine Gilde machen, das geht nämlich auch. Und dann kann man hier mit der Gilde auch irgendwie Abenteuer erleben, etc. Ja, das wäre natürlich eine Idee, dass wir das machen und dann können die Zuschauer vielleicht auch mal der Gilde joinen. Ich habe Mio gefunden! Mio, komm her, ich will dich! Das dachte ich mir auch! Nein!
Jetzt muss ich mich mal Mutter ausholen, weil Mew mich in den Stich gelassen hat. Können wir denn wenigstens auch von Anfang an ein Team gründen? Das geht bestimmt. Ich weiß noch nicht genau wie. Wir zusammen werden wir nämlich die Pokémon-Liga meistern. Genau. Also ich hoffe, dass das wirklich wie in der in normalen Pokémon-Welt ist, nur dass halt durchgehend andere Spieler da sind. Lol, es gibt Rocket-Kleidung. Wieso habe ich keine Coins? Ey, hört ihr das? Ich will die Coins in die Rocket-Kleidung. Wenn ich nicht dabei bin. Wisst ihr, dass ich nicht bei ihm bin? Es gibt ein Sailor Moon Outfit, what the fuck? Team Aqua Kleidung? Team Magma Kleidung? Der hat einen Glumanda bei sich. Wer hat einen Glumanda bei sich? Ach, die Frau, die mich gerade zugequasselt hat, war meine Mutter. Okay. Er kriegt seine eigene Mutter nicht, geil! Ja, in dem Spiel noch nicht! Da ist ein Lapras auf dem Wasser, das will ich haben. Genau, you're not in the guild. Welches Pokémon hast du genommen? Dann können wir so ein bisschen aufgeteilter haben. Es gibt vier, aber das letzte ist halt wahrscheinlich Ashs Pokémon. Das, was so ein richtiger Rebell ist. Ja. Ja, der hat sich Hurtless Dragon genannt. Da ist Pikachu drin. Welches Pokémon hast du jetzt genommen eigentlich? Hello there! Glumanda. Kann man Pikachu nehmen? Ja, kann man. Und wie? Du musst auf den Pokéball drücken. Hab ich! Du musst halt davor stehen und du musst den auch angucken. Ich guck ihn doch an! Mir guckst du daneben. Ich guck genau nach vorne. Du musst ihn dann angucken und dann halt den Pokéball andrücken. Dann sollte da eigentlich stehen, wird sich für Pikachu entscheiden, etc. Nein, da steht nur, what is this? Dann musst du gleich nochmal mit Ei sprechen. Nö, der fragt mich nur, welches Pokémon willst du? Komm, du hast Glumanda. Okay. Ich hätte Pikachu nehmen können. Dann nehme ich Shiggy. Ich hab'n Shiggy! Squirtle! So, dein Pokémon ist Level 6, ne? Ja. Jetzt muss ich nochmal mit ihm reden. Okay, hier geblieben. Warte, ich muss erst noch mit euch reden. Gleich! Der obligatorische Pokémon-Kampf am Anfang des Spiels. So, wir gehen dafür raus. Wir wollen nicht die Einrichtung zerstören. Ja doch, ich will schon. So, komm her. Oh, ich werd zur Mutter gezwungen. Oh, nein. Warte drauf, ich komm gleich. Okay. Oh nein, jetzt fängt an zu regnen. Oh, hier schlafen Pokémon im Baum. That could be a Pokémon item in this tree. Oh, ja, die sagt mir den üblichen Text, dass sie uns vermissen wird, dass sie uns liebt. Das kennen wir alle schon. Bla, bla. Ja, genau. Sign says my house. Oh, ich muss noch die Items oben noch einsammeln. Wessen Item ist das? Wessen Haus ist das da? 5 Potions. Haus. Und 5 Pokébälle. Ist mein Pokémon überhaupt geheilt? Weiß ich nicht. Ah ne, es ist nur Level 5, nicht Level 6. Stimmt, ah, okay, das Level. So. Headless Dragon, also Sunny, ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf heraus. Wie hast du das bei mir gemacht? Ah, so. Wir sind ready. Unser erster Rivale. Wer wird diesen Kampf gewinnen? Mann, ist der Pfeilbildschirm klein. Los, Shiggy! Tackle! Nein! Oh, Feiner! Oh, momentan haben wir die Führung, Leute! Los, Rotenschlag! Das könnte unangenehm werden. Bei mir war gerade jemand im Raum. Ach so. So, Tickel! Ah! Es hat gerade Zeichen gesetzt. Wer wird diesen epischen Kampf gewinnen? Können wir uns darauf einigen, dass wir beide keine Potions einsetzen? Okay. Sonst könnte das ewig dauern.
Ja, wir haben ja 5 Potions komm, oder so. Shiggy, mach ihn fertig! Oh, jetzt könnte ich die Oberhand übernehmen. Komm! Das muss jetzt funktionieren. Was? Das hängt an der Aura Berry? Hab ich eine? Ja! Warum hab ich eine Beere? Warum hab ich eine Beere? Okay, das ist unfair. Ja, das ist unfair, das ist richtig. Ich wusste nicht mal, dass ich eine Beere hab. Toll! Ich hätte gewonnen, wenn du die Beere nicht gehabt hättest. Ich hätte gewonnen! Ich hab ihn besiegt, vollkommen fair! Nein, das war nicht fair. Nur eine Beere und ich nicht. Warte mal. Wir sind Freunde, wir können handeln. Inspect, also ich kann nicht inspecten. Natürlich kann ich hier eine Nachricht schreiben, ist ja klar. Und ich könnte dich ignorieren. Wahrscheinlich müssen wir erst so eine Gilde gründen, damit wir ein Team kämpfen können. Aber wir können ja gemeinsam reisen. Jo. So, wir machen uns auf die Reise. Och, warum soll ich jetzt nochmal zu dem Evoli? Ach so, ja. Da war ja was. Evoli, komm, was willst du von mir? Ich geh mal ins Haus des Rivalen. Du, ich dachte, wir beide sind Rivalen. Nee, das andere, das Typen, der gleich in die Ecke kommt. Hey there. Nicht außer letzter Punkt, das ist ein Teil, der ist hier im Teller müssen wir machen. Das ist Jacksons. Kann ich Jackson ausrauben? Sind hier Sachen von ihm? Nicht. Nein, leider nicht. Er hat keine Items im Haus zurückgelassen. Aber er hat ein Flachbildfenster. Kann ich den mitnehmen? Ich hab das Spiel mal wieder ein bisschen lauter gemacht. ja. Der wollte nur sich mit uns unterhalten. Konntest du da was mopsen? Nö. Dann auf in unser großes Abenteuer. Warum soll ich jetzt immer noch zu dem Evoli? Oh, ich muss jetzt gegen ihn kämpfen. Das stimmt ja. Und mein Pokémon ist noch ein bisschen geschwächt. Mr. Mime! Aber das Evoli ist ja recht leicht. Ich muss nur meine Pokémons gleich mal heilen. Oder mein einzelnes Pokémon. Das trifft es ja eher. Ich habe ein bisschen Geld gewonnen, ja. Ignoriere mal den Text. So, ich muss mein Pokémon erstmal heilen. Backpack. Da, Potion. Habe ich jetzt geheilt. Der andere hat sich schon längst aus dem Staub gemacht. Ich kann meine Pokémons nicht sehen. Ah, da oben, links sehe ich's. Wo ist er hingeflüchtet? Ich bin rausgeflogen, ich komme gerade wieder aus dem Haus raus. Warum auch immer ich jetzt rausgeflogen bin. Verschwinde aus meinem Haus, ihr Arschlöcher. So. Dachte ich mir auch, verschwinde, das ist mein Haus. Warum ist der Baum am Schlafen? So, wo bist du denn jetzt? Ah, da oben. Hallo. Hier sind Beeren, kann ich sie mitnehmen? Nein, leider nicht, oder? Ja, kannst du. Dann kann ich noch mehr schummeln. Aber warum hatte ich auf einmal eine Beere und du nicht? Keine Ahnung. Warte mal, Backpack. Zuallererst, wo ist die Beere? Wie rüste ich sie ihm aus? Hat er sie jetzt ausgerüstet? Ich habe noch Probleme mit der Spielmechanik. Ah, ich weiß wie. Du gehst auf das Pokémon oben, dann öffnest du deinen Backpack jetzt auf Medizin und kannst dann einfach die Beere da reinziehen, in den Slot oben rechts. Ah, danke. Bitte. Raichu! Meins. Schade.
Ich baue erst Pokémon. Was hast du denn gefunden? Ein Taubsi. Oh, wertvoll. Ich komme. Ich klau's dir. Ich klau's dir. Ich klau es. Ja, gib her. Ich hab nur einen Radschwanz. Ich schwäche das Ding nicht erstmal. Oh, das Ding macht gut. Wieso tankt mein Pokémon nichts? Weiß Pokémon fangen! Du hast auf meinem Billo Glumanda. Beep. Und ich hab das geile Shiggy. Yeah! Ich hab einen Taubsi. Ah! Komm! Item! Los, Pokéball! Dazu muss ich hier drücken, damit es besser läuft. Komm! Ja! Ich hab einen Ratschwatz! Der da oben sprintet irgendwie. What are you doing in my playground? Wo bist well, du? Well, either way, I'm looking for someone to battle. I just caught a new Pokémon and I need to try it out. Na schön! Unser erster Pokémon kommt, der nicht gegen Shining ist. Der verlässt dich einfach! Ich hab hier den Youngster Bill links herausgefordert, der hier links rumsteht. Wen? Alter, wieso? Das Ding hat mich gekrittet! Da ist noch ein Radfratz. Run! Das können wir nicht besiegen! Ein Radfratz ist zu mächtig, Shiggy! So, Rattata has fainted. So, XP, kann yay. Ich das auch einfach auf das Quiz ziehen? Einfach so, du kannst das auch einfach oben links in die Ecke ziehen. Was? Die Items. Die, ach so. Das ist natürlich angenehm. Die machen. Wieso machen die so viel Schaden? Habe ich doch ein Minus-Death-Wesen? Ich besiege erstmal das Level 5 Radfratz. Sag mal, kann dieser Bildschirm nicht zumindest ein bisschen größer sein? Ja, das ist ein bisschen doof, aber hey, ist okay. Komm! Level 6, yay! Tackle, mach es fertig! Gut. So knapp vom ne, Level Up. Ich glaube, ich gehe mal nach oben ins Pokémon Center. Ja, mach ich auch mal. Let's go, Shiggy! Ich will Abra! Ich will Abra haben! Das bringt aber nur aber was, wenn es entwickelt ist, ne? Ja, ich weiß, aber trotzdem Abra. Und die erste Stadt sieht viel cooler aus als sonst. Ich will auch ein Fahrrad. Das musst du, glaube ich, mit diesen Pokédollern da. Nicht Pokédollern, das kannst du, glaube ich, hier unter Wasser. Wo war das? Warte, erstmal muss ich mit einer Schwester Joy reden, okay? Ja. Danach widme ich die nicht dir. Mounts, das kostet ja, glaube ich, echt Geld. Davon haben wir ja genügend, ne? Ich kann mir ein Rotom-Backpad rein theoretisch holen, das kostet aber auch alles echt Geld. Wings? Equipment? Ich habe ja, hab ja schon einmal gewonnen, ne? Gegen anderen Spieler. Yes, ich würde gerne geheilt werden. Da, da, da. Have a nice afternoon. Ja, ich sehe gerade, was du meinst. Wenigstens sagt sie nicht wie in jedem normalen Pokémon-Spiel: Hey, ich freue mich, wenn du wiederkommst. Nein, ich will nicht wiederkommen. Oh, ich krieg da immer Krebs. Warte mal, du willst, dass ich meine Pokémon Schrott und zu dir komme? Ja, genau, genau. Und hier oben sind auch noch diese... Ach, wie heißen? Viridian School. So, was ist hier unten, da wo die Polizeiwache steht? Ich bin gerade in der Schule. Subway System. Ich dachte, wir wären damit schon fertig. Oh, hier ist Jackson. Ich muss dich erstmal bei Jenny melden, okay? Oh Gott. Hallo Jackson. Juhu! Ich habe eine Mission, wo ich ein Pokémon fangen soll, nehme ich an. Was ist Sentret? Gain your Pokémon to fight like a man. Wenn ich ein bestimmtes Pokémon fange, dann kriege ich irgendwas dafür.
Aber erstmal in den Laden. Alter, warum machen die Dinger so viel Schaden? Ich brauche erstmal Pokebälle. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Sehe ich das? Oh, 10.000. So, 26 Pokebälle sollten reichen. Ich bin rausgeflogen. Yay! Ich auch. Das Spiel speichert automatisch, oder? Ich glaube ja. Fail to connect to server. Warum? Spielen gerade zu viele oder was? Vielleicht machen die auch gerade irgendein Server-Update. Versuch mal Login Gold. Ich glaube, das ist ein Zeichen, Leute. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns bei der nächsten. Au revoir.